Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich habe hier ein Schnellreise-Ding benutzt. Oh, Moment. Achso, ja genau, das haben wir ja hier schon gesäubert. So eine Schnellreiseration, weil ich dachte mir, die Ladesequenz, die ist für den Stream exklusiv. ja, wir müssen hier mal ein bisschen weiterlaufen. Die haben eh Angst vor mir. Oder auch nicht. Lauf, Aloy! Lauf! Ja, wir sollten hier aber nebenbei noch mal ein bisschen das Gras pflücken. Das wird mir noch weiterhelfen. Ja, ja, guck mir nicht so entgeistert hinterher. Du weißt ganz genau, dass ich nicht mit dir kämpfen möchte. Obwohl, eigentlich könnte ich dich ja einfach mal so verprügeln. Na, jetzt bist du zu weit weg. Den ganzen Weg wieder zurückzulaufen wäre irgendwie Schwachsinn. So ein paar Heilkräuter wären auf jeden Fall gar nicht verkehrt. Die haben wir hier glücklicherweise nochmal links, rechts und... Ah, da hier auf der Strecke auch nochmal noch mehr von dem Stuff ausgezeichnet. Oh ja, das geht ab. Oh, da drüben haben wir so eine komische Feuerwanzen-Dings-Typi-Viech. Oh, da vorne rannt ein Fuchs. Den Fuchs will ich mir aber auf jeden Fall catchen. Da ist er. Da ist er. Ne, daneben. Ich brauche den Fuchs. Jetzt aber. Wie? Nicht getroffen? Jetzt aber. So, geht doch. Verdammt, nur knochiges Fleisch. Keine Knochen. Ich empfehle dir, dieses Spiel zu spielen, by the way. Hallo. Tschüss. Das musste so sein. Ich weiß nicht, welches Viech da gerade versucht, mich noch zu verfolgen. Ach so, das ist nur ein Wächter. Und Smack. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Oh, der ist... Moment. Geil! Dich nehme ich gerne ein. Weg hier. Und zwar ganz, ganz schnell. Wow, wow. Das nehme ich mit. Das Gras nehme ich mit. Jetzt ganz flott hier weglaufen. Die sind immer noch hinter mir her. Das könnte nur ein Wächter gewesen sein. So, sehr schön. Gut durchgestraft. Alles klar, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Lecker. Truthahn. Meins. Ja, Mist. Okay, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier nochmal ein bisschen Stuff bekomme. Aber sieht gut aus. Oh oh. Du, 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 du. Moment. Diese Viecher sind eigentlich ziemlich anfällig, glaube ich. Wenn ich den... Moment. Doch, das ist zumindest das Richtige. Wenn ich denn diese Dinger hier abfeuer. Hallo! Ach, das war nicht so geil. Wait. Du humpelst mir jetzt nicht davon, Kollege. Shit. Den wollte ich gar nicht treffen. Boah! Gerade noch rechtzeitig gemerkt, dass da einer schockt. Ups. Nee, nee, nicht mit mir, nicht mit mir. Hoppla. So. Da ist schon wieder ein Wächter. Puff.
Einfach mal kaputt schmettern, das Ding. Einfach mal auf die 12 geben. Und schon läuft das Ganze hier so, wie es soll. Hier haben wir noch ein bisschen Grünzeug zum Mitnehmen. Jagen Sie mich. Was? Von wo? Da sind doch gar keine. Hör auf, so einen Scheiß zu erzählen, Aloy. Upp, was war das? Heilkraut. Heilkräuter sind notwendig, es... Oh. Achso, das sind die beiden, die ich vorhin noch angegriffen habe. Ja, komm. Dann catchen wir dich. Und sind wieder weg. Da oben sind auch noch welche. Oh, Heilkräuter. Njom. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, ja, ich will euch gar nicht angreifen. Alles ist gut. Bleibt geschmeidig. Ich sagte, bleibt geschmeidig. Bleibt geschmeidig. Ich wollte nur noch mal meinen Loot holen. Meine Gegner holen, die ich eh schon angeknabbert habe. Angeknackst waren. Das ist völlig legitim. Hä? Fuck. Da war doch gerade irgendwas. Hinter mir. Okay, alles gut. Nichts. Hier gibt es nichts zu sehen. So, wie weit sind wir denn noch? Oh, wir haben echt noch einen gewaltigen Weg vor uns, sehe ich gerade. Wir haben hier unten angefangen. Wir sind jetzt gerade hier so. Okay, alles gut. Alles gut. Genau. Genau, ihr habt nichts gesehen, ich war nie da. Da ist noch eine Heilkrautblume. Die nehme ich mir mit. Und ist da was? Ich glaube, ich nehme mir mal lieber meinen Läufer und reise mal wieder mit dem ein bisschen durch die Gegend. Denn irgendwie habe ich gerade ein bisschen Angst vor den ganzen Viechern hier. Und so ein Elektro-Cyborg-Läufer, der ist ja schon ziemlich geil. Nebenbei war da gerade ein Verheerer, der mich nicht gesehen hat. Glück, würde ich sagen. Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, wir sind schon mal auf dem richtigen Kurs. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Na, das sieht ja fröhlich aus da drüben. Das sieht in der Tat sogar sehr gefährlich aus. Oh, wait. Ich habe hier irgendwie so eine Metallblume. Metallblume I, schieß mich los. Unbekannte Machart. Spuren von Saatkeimung. Eingebettete Codefragment entdeckt. Aha, okay. Wir zum Glück noch mal einmal quicksafen und 200 Schritte noch in diese Richtung und wir sind endlich am mehr oder weniger am Ziel angekommen. Irgendwas hat mich hier gerade eben wieder gewittert. Jetzt wird's laut. Oh fuck. Yeah. Wow. So nicht, mein Freund. Schön zerhäckselt. Alter. Kommt mal auf euren Scheiß klar. Versuch's nochmal auf diese Art.
nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Dann nochmal die Waffe wechseln. Ekelhaft. Aber da sind irgendwie noch andere Gegner unterwegs. Das freut mich sehr. So. Zu weit. Immer noch zu weit. Nee. Ich hasse diese Viecher. Die sind so kacke, weil die auch nicht in greifbare Nähe kommen. Diese Drecksdinger. Die wissen schon ganz genau, warum die hier diese, diese Flugdinger hingebaut haben. Weil das die wahrscheinlich ätzendsten Gegner in diesem Spiel sind. Na also. Und davon kommt jetzt noch einer? Sag mal, reicht's jetzt nicht langsam? Jetzt aber. Einer weniger. Das ist gut. Wie habe ich denn davon überhaupt noch? 7 Pfeile habe ich davon, das geht noch voll. Alter. Komm mal ein bisschen näher hier. Hab ich dich? Oh. Der fällt tief. Oder auch gar nicht. Einmal Munition herstellen und vor allem auch einmal kurz halten. Gute Nacht, Kiki. Auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen zu spät gekommen ist. Verdammt, noch eins. Und Feuer. What the heck? Ganz ruhig. Ja, komm, hier bin ich. Hier bin ich. Komm her. Was geht da unten jetzt gerade ab? Ah, okay. Moment. Du weißt gar nicht, wo ich bin. Sag ich doch. Du weißt gar nicht, wo ich hier rumgeister. Na. Okay, dann ist mein Loot halt eben weg. Meinetwegen. Hauptsache, das Viech ist nun ein bisschen besiegt. Nee. Dafür kann ich ruhig nochmal welche herstellen. Okay, passt. Ui. Grabort. Im Schatten eines Metallteufels. Super. Echt? Nicht gerade ein angenehmer Ort hier. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen scannen. Gucken, ob wir hier irgendwas haben, was uns vielleicht in die Quere kommen könnte. Nee. Der Grabhort. Hier unten scheint irgendwas zu sein. Mal schauen. Okay. Autsch! Ich konnte hier noch... So wie zum Thema, ich erkenne hier nichts.
Ach komm, drauf sind sie auch. Na komm. Dich. Alter, hast du eine Schlag drauf, Kollege? Das war's. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Definitiv solltest du das. Operation Enduring Victory. Was bedeutet das? Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht alles gut gelaufen. Das glaube ich aber auch. Hier haben wir noch ein bisschen Heilkraut. Sollte ein bisschen gucken. Wow, hier ist ganz schön viel gerade zu suchen, zu sehen, zu entdecken. Dann wollen wir das doch auch gleich mal. Na, das ist ja heute wirklich ein schöner, andauernder Sieg. Kontakt in 30 Sekunden. Hey, ob Sovic Zero Dawn in der Zeit durchziehen kann? War's das jetzt echt? Ich muss sagen, es war eine Ehre, neben diesen Panzern zu dienen. Er kommt. Bereit machen zum Kontakt. Ein Kampf. Eingefrorenem Eis. Und in der Zeit. Oh boy. Okay, hier ging wohl richtig die Post ab. Wiederholen Sie, Lieutenant. Er ist durch. Titan ist durchgebrochen. Nähert sich. Ach, Mist. Er lebt. Und ist wütend. Wir sitzen hier fest. Er schlägt glatt durch uns durch. Wir müssen die Stellung halten. Dann abwehren. Kriegst du alles mit, Silence? Silence? Okay, Silence hört uns anscheinend nicht. Titanenwarnung. Wir machen es wie beim Akron. Die Basis blockiert ihn. Dann greifen wir an und zerlegen ihn komplett. Alles wie immer. Jetzt geht's los, Leute. Okay, das war eindeutig ein Krieg, der hier im Toben war. Silence, hörst du das? Was denn? All diese Soldaten. Sie sind hier gestorben. Gestorben wird dauernd. Geh weiter und such etwas Interessantes. Okay. Das ist echt ein mieses Ding, was hier abgegangen ist. Was ist mit dir? Okay, auch nur gefallen. Haben wir hier noch mehr, was wir inspizieren können. Ist ja natürlich bombastisch. Ich möchte nämlich ein bisschen mehr erfahren. Es wird hier irgendwie recht düster gerade. Das muss hier wohl mal ein Geschütz gewesen sein. Alter, war das Ding groß. Okay. Dann geht es dann wohl nur noch in eine Richtung. Und zwar hier entlang. Na dann. Abwärts, würde ich sagen. Oh, mit dem Weg habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, es geht direkt wie in der Achterbahn nach unten. Haben die Soldaten wohl geschlafen? So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Das
haben wir hier? Noch eine Sprachmemo. Protokoll 3. Kampf California Marine. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber sie zündeten den Müllstrudel an. Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die ersten Boots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Das brachte uns ein oder zwei erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen. Setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien war ich zuletzt mit 5, 6. Ein Licht wie der Social-Net-Nostalgie-Filter, den es in den 40ern gab. Krass, Tagebücher. Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. 3 Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn, als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Bots. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Ich weiß nicht. Oh, war ja. Also es kam auf jeden Fall zu einem Krieg. Was war das hier? Wie man ja unweigerlich hören kann. Aber wozu? Zero Dawn ist immer noch die Frage. Abberufene, ich erinnere euch an Artikel 115 der Basisrichtlinie. Die unerlaubte Nutzung der Prozessorzyklen. Insbesondere an 115C. Verboten ist jede holographische Simulation, die nicht direkt der Ausbildung dient. Ihr seid erinnert. Und viel Spaß beim Spielen. Naja, zumindest hatten die auch gelegentlich mal ein bisschen Freizeit. Hier sind noch ein paar Aufzeichnungen. Schatz, tut mir leid, dass ich mich erst nach Tagen wieder melde. Die Einsätze werden länger und immer härter. Der Schwarm kann uns jetzt besser einschätzen. Wir sind jetzt weniger und die Arbeit wird für uns Verbleibende nur noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen, aber es ist nicht meine Familie. Nicht ohne dich. Ich versuche, dich und unser früheres Leben aus der Sicht von außen zu betrachten. Früher freuten sich die Leute, uns zu sehen, als sie noch Hoffnung hatten. Alles scheint zu entgleiten. Ich erkenne nicht mal die Orte wieder, die wir verteidigen. Ich kämpfe nur noch für eine Sache. Nämlich für dich. Für Zero Dawn, um das hier abzuwenden, was immer es ist. Ich möchte endlich wissen, was Zero Dawn ist. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate jetzt. Und vielleicht 20 Einsätze? Immer an der Westküste. Und dann mit diesen rekrutierten, ahnungslosen Zivilisten. Ihr gesamtes Training besteht aus... Hier ist eine DEW. Schieß auf die Bots. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Bei Lithium Beach. Es tat gut, dieses riesige Vieh vernichtet zu sehen. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz. Damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Dann wird bald alles wieder wie früher sein. Irgendwie, glaube ich, ist das ein riesiger Fehlglaube. Entweder sind wir mitten im Projekt Zero Dawn und das ist alles so gewollt. Oder Zero Dawn... Die Möbel waren aus Metall? Wie soll man es sich da gemütlich machen? Es war die Metallwelt. Sie waren vermutlich daran gewöhnt. Oder wir haben... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen überfragt. Hier ist noch, glaube ich... Hier, das sieht mir aus, ob hier noch irgendwas ist. Ja. Nur ein Bett.
Vielleicht das Zimmer ihres Kriegsherrn. Mal gucken. Protokoll. So, gestern sprachen wir über den D-Day 55. Ich war noch ein Kind, frisch aus dem Ausbildungscamp. Die Versammlung in einem Drohnenhangar. Es war Sommer und die Hitze mörderisch. Sie sagten, die menschlichen US-Kampftruppen würden aufgelöst. Alles wird automatisiert. Wir sind nicht mehr modern genug. 1 Million Arbeitslose. Bei einer Jahrhundertrezession. Manche haben die Roboter gebaut, die ihren Job kriegten. Und wer mit einem Exoskelett umgehen konnte, hatte eventuell Chancen auf einen Arbeitsplatz. Vielleicht war der OWZ oder in China schön weit weg. Geringes Selbstmordrisiko stand auf der Entlassung. Okay. Das ist irgendwie so eine Information, die ist so... What? Was ist da? Eigentlich schien 64 ein ziemlich gutes Jahr zu werden. Kein Trinken mehr und keine Söldnerjobs. Die Arbeit in der Offshore-Windparks. Nur ich und ein Plasmaschneider. 100 Meter über dem Meer. Und dann die Rückberufung. Ich las sie auf einer Turbine. Es roch nach Ozon. Sie boten einfach alles. Bessere Bezahlung, Amnestie für irgendwelche Kriegsstaaten, Staatsbürgerschaft. Man hätte fragen sollen, wo der Haken ist, aber wir dachten nur, hey, wir sind also doch besser als die Roboter. Und Harris Rede über Stolz und Pflicht, kluger Kopf. Er hatte recht, ich war stolz, US-Soldatin zu sein und ich wollte wieder eine werden. Und das kam dabei heraus. Ja. Erst die Maschinen in den Kampf schicken, um dann... am Ende gegen Maschinen zu kämpfen. Ich verstehe. But wait, there is more. Was ist das? Diese Drähte führen wohl zur Stromquelle. Was ist hier? Rotes Licht. Das heißt wohl kein Strom. Aha. Ach so, da gehen die Strom. Da geht der Stromkasten entlang. Irgendwas ist da drüben. Ah. Oh. Irgendwie nicht so gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Das ist interessant. Dass wir damit ein ziemliches Chaos auslösen. Aber wer nicht, wenn wir... Ja, das habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Ah, schaut mal hier. Faro. Einmal oben, dann einmal unten, einmal unten. Das machen wir doch. So. Und. So. 3 Leitungen, 3 Quellen. Das ergibt eine. So, damit hat das zumindest schon mal funktioniert. Wo hatte ich denn diese Lösung denn gerade eigentlich her? War die hier auch an irgendeiner Holotafel oder so? Ah, hier drüben. Hier haben wir noch eine Sprachmemo. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Ups. Ich glaube, das ist es. Norden. Dann. Westen. Osten. Und Süden.
Ja. Ich glaube, die sind falsch rum. Und zwei. So. Noch perfekt. Eine. Gut, der nächste ist irgendwie dort oben. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Aber Moment, da war ja noch ein Fragezeichen. Achso, nee, das hatten wir schon. Das war die Audio-Log, die wir bekommen haben. Dann gucken wir mal hier hoch. Hey, du weißt doch wohl, wie man eine Leiter hinaufklettert. Scheinbar nicht. Ernsthaft? Ich komme eine Leiter nicht hoch? The fuck? Aber die ist doch gelb. Die müsste doch eigentlich... ohne Probleme besteigbar sein. Was ist denn hier jetzt? Oder bin ich blöd und ich muss sie doch von der Seite... Okay, alles klar. Die richtige Seite macht's. So, da drüben müssen wir jetzt hin. Das sieht mir so aus, als ob wir hier... das hat wehgetan. Okay, das war wohl nicht der richtige Weg. Wie sieht's denn hier aus? Mal hier runter ducken. Ja, das sieht doch gut aus. So. Wo ist jetzt hier die Lösung? Mal gucken. Nee, irgendwie nicht. Ach, Mensch, da ist es doch. Norden, Süden... dann Westen, Osten, Süden und Westen und Osten. Das war's. Klingt zumindest so. Ah, ich bin mir irgendwie noch nicht so ganz eindeutig sicher, ob das so gut war, was wir hier gemacht haben. Ich glaube, ich habe mir irgendwie den Weg ein bisschen einfacher gemacht. Bin mir aber nicht sicher. So. Dit is it. Dann hier wieder hoch. Kraxel, kraxel, kraxel. Und jetzt müsste die Tür offen sein. Perfekt. Sehr schön. Dann... durch da. Da benutzt jemand Werkzeuge und ich höre Stimmen. Mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Noch eine von diesen Energiezellen. Aber was mache ich damit? Okay. Wir stehen hier wohl gerade mitten vor einer Basis oder sowas? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Wow. Okay, das sind doch gar nicht so wenige hier. Vor allem, da ist ein Plünderer, der pulvert hier die ganze Zeit mit Geschützfeuer durch die Gegend. Okay, ich würde sagen, hier erstmal eine kleine Pause. Und dann geht in der nächsten Folge wieder ein bisschen Action los, würde ich behaupten. Also, bis gleich bald demnächst. Irgendwann.